Ja, hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. In der letzten Folge sind wir hier in diesem Geth-Schlachtschiff angekommen, um den Quarianern beim Krieg zu helfen oder ihnen dabei zu helfen, ihn zu beenden, auf wessen Seite wir da stehen. Bin ich mir gerade noch nicht so sicher. Auf jeden Fall müssen wir diese Tür öffnen und dann kommen, glaube ich, auch schon unsere Teammitglieder zu uns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder auch nicht. Wir müssen diese Tür öffnen und dann kommen unsere Crewmitglieder zu uns, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Scheiße. Ich bin so ein Ich Loser. habe eine weitere Luftschleuse gefunden. Ich denke, es kann losgehen. Ausgezeichnet. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, können wir sofort kommen. Also natürlich, wie ich schon zu Beginn der Folge sagte, wir müssen die Steuerung aktivieren und dann kommen durch eine ganz andere Luftschleuse unsere Crewmitglieder zu uns. Kommen Sie jetzt wirklich? Ich glaube, ja doch, jetzt müssten Sie wirklich kommen. Verstanden. Sie können an Bord. Hallo! Sind Sie in Ordnung, Shepard? Alles ruhig bisher. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Bis dahin sollten Sie sich das mal ansehen. Ein Wäffchen. Da, sie ist offen. Wir können gehen. Das ging schnell. Aufheben. Bogenpistole. Sieht beeindruckend aus. Hat Admiral Zen entworfen. Sendet bei Kontakt einen Energieimpuls aus, der Schilde und Systeme. Also, wohin Oh, müssen wir? Entschuldigung. Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Von dort aus kann ich das Befehlssignal der Reaper deaktivieren. Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei und durch einen Sensorcluster. Ach nein, Lüftungsschächte. Immer wieder Lüftungsschächte. In der Kollektorenbasis haben Sie das gut hinbekommen. Ich wurde in Brand gesteckt. Hast du überlebt? Also bitte. Keine Beschwerden hier. So, erstmal, du kriegst die Warp-Munition und ich kriege die Brandmunition. Tali hat leider keine. Nur mal auf Nummer sicher zu gehen, weil ich nicht mehr genau weiß, wann hier jetzt die ersten Feinde auftauchen. Ich glaube, es dauert nicht mehr so lange. Interessant. Ihre Anti-Jäger-Laser benutzen Ultraviolettfrequenzen. Die meisten Schiffe nehmen Infrarot. Teuer, bringt aber auf kurze Distanz bestimmt den entscheidenden Vorteil. Als die Flotte das Schlachtschiff gejagt hat, haben diese Laser unsere Schiffe praktisch auseinandergeschnitten. Los zur Kommandozentrale, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Okay, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Und ich glaube, hier kamen jetzt auch Feinde? Nee, doch noch nicht. Okay, ich bin ein bisschen paranoid. Und ich glaube, ich habe es. Einen Moment. Bei mir ein bisschen laut eingestellt. Jetzt zu leise. Okay, das müsste gut sein. So. Entschuldigung dafür. Huch, das nehme ich auch mit, was immer das ist. Ach so, das aktivieren wir. Gut. Auch nicht schlecht. Ah. Vorsicht! Geth im Anmarsch! Da sind sie! Aua! Ja, super. Brenn! Okay, einer ist schon mal weg. Ui, da hinten ist ein Raketenfuzzi. Das ist ja sehr unangenehm. Kann hier irgendwie. Jetzt hast du ihn sabotiert, ne? Ah, ich kann ihn ja trotzdem töten. Ist das unsere Drohne? Ich glaube, ja. Okay, das waren aber bestimmt nicht die letzten, auch wenn es die ersten waren. Ihre Verstärkung ist eingetroffen. Ich sehe es! Ich höre keinen Alarm! Das sind Geth. Die schicken eine Warnung an jeder Einheit auf diesem Schiff. Wir müssen es bis zur Kommandozentrale schaffen, bevor sie uns umzingeln. Ja, ist ja gut. Oh, der fliegt zu weit hoch. Ich kann ihn nicht mehr schießen. War er das? Und Rums hat's gemacht. Verzeihung. Das war sehr befriedigend, muss ich dazu sagen. Okay, eine Leiter, runter hier. Los, los, los. Oh, wow. Hat mich noch gar nicht gesehen, ne? Wird das was auf die Entfernung? Oh, anscheinend. Ihr Leben bedeutet ihnen nichts. Aua! Der
Aktivieren Sie Ihre... Nein, Energieentzug. Schilde. Oh Gott, scheiße. Ah, das mit der Schrotflinte ist gerade so ein bisschen schwierig. Aber ich habe ihn erwischt, oder? Oh, nicey. Komm da raus. Ich sehe dich. Bist du der Letzte? Ja, bist du. Wow, was war das? Aua. Au. Au. Was? Das hat sich komisch angehört, aber mir ist kein Schaden zugefügt worden. Ich weiß nicht, was das war. Und es hatte ganz komisch... Ach! So ein Teil. Oh, dammit, die haben mir ja Minen ausgelegt. Das habe ich ganz vergessen. Boah, habe ich ihn gerade erschreckt. Was haben wir hier noch? Geftdaten. Es leckt gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Na gut, weiter geht's. Ignoriere mir das Lecken und lasst uns ein paar Geft wecken. Was? Ja. Ihr. Sehen Sie, das Signal geht an sämtliche Geth-Prozesse. Die Reaper haben sie vollständig unter Kontrolle. Ich habe die Daten, die wir hatten, einigen Codeknackern gesendet, aber noch keine Antwort erhalten. Ah, ein Visor. Interesting, interesting. So, in hier. Sensor-Daten. Noch eine. Können Sie erkennen, wie die quarianischen Schiffe sich schlagen? Wir haben schwere Verluste. Die Geth verfügen über eine planetare Verteidigung. Sie zerstört unsere Flotte. Können wir ihnen irgendwie helfen? Nur dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Oh. Ich schaue mich hier gerade auch so ein bisschen ordentlich um, weil hier die, glaube ich, schon coolste Schrotflinte im ganzen Spiel während der Mission hier irgendwo rumliegt und ich ungern dran vorbeilaufen würde. Habe ich wahrscheinlich schon getan. Okay, da komme ich nicht lang. Warum müssen wir die Kommandozentrale finden? Reicht nicht auch jede Zugriffskonsole? Ich glaube, da liegt sie. Ja. Jede Aktion, die könnte die Geth kontern. Zu viele Fehlerkontrollen und Redundanzen für unsere Zwecke. Abuja! Das Impulsgewehr, das ich jetzt aber auch noch nicht nehme, weil ich das erst ein bisschen aufleveln werde. Also das kann ich ja nur auf meinem Schiff. Deswegen behalte ich jetzt erstmal meine andere Schrotflinte. Aber sobald wir hier fertig sind... Oh, da läuft mir der Sabbermund zusammen. Das ist so ein schönes Schrotflintchen. Okay, gut, die habe ich gefunden, da bin ich schon mal froh drüber. Und hier haben wir ansonsten auch nichts mehr. Na, dann gehen wir doch mal weiter durch die nächste Tür. Oh, die Kommandozentrale des Schiffs ist da vorne. Gut, wir kappen das Reaper-Signal und bringen die Flotte hier raus. Oh, ich erinnere mich, das war jetzt gar nicht mal so cool, was jetzt kommt. Also das die war jetzt... Jäger. Das war jetzt das ich. Scheiße, ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine andere Waffe. Ah, haha. Ich sehe dich. Der Jäger ist am Boden. Ihr wisst schon, dass es mehrere sind. Okay, er ist in Stase. Das ist sehr gut. Vorsicht, da sind immer noch getarnte Jäger. Ich sehe sie gerade. Ah, haha. Ich sehe die Jäger gerade nicht, aber sie sind ja auch getarnt. Aua. Aber wenn jetzt noch irgendwo so ein getarnter Penner rumläuft, kriege ich Panik. Das war der letzte. Ah. Sie heraus, ob die Konsole einsatzfähig ist. Cool, 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 cool. Das ging ja jetzt noch. Mit meinen zwei Ladies an der Seite läuft das aber auch. Okay, hier oben ist die Konsole. Liegt hier noch was anderes rum? Ja. Ein Zielfernrohr und ein paar Geftdaten, die uns Geld bringen. Sehr gut. Aber jetzt kommandozentrale Konsole benutzen. Oh, ja. Verdammt, Sie haben das Reaper-Signal abgeschottet. Wir können es aus der Kommandozentrale nicht abschalten. Da, das Reaper-Signal kommt vom Antriebskern. Schalten wir es ab, wenn wir dort sind? Ja, aber wie kommen wir hin? Die Geth haben die Notschotten verriegelt, um uns zu blockieren. Wir brauchen einen freien Weg zum Antriebskern. Einen Weg, der Länge nach durch das Schiff führt. Die Hauptbatterie, sie läuft direkt am Antriebskern vorbei. Das könnte gehen. Aber? Die Geth halten uns hier immer noch fest. Wir müssen die Türen aufkriegen. Sie haben hochrangige Prozesse gesperrt. Wir brauchen was Einfaches. Einen schiffsweiten Notfall. Ein Feuer oder so. Das Wärmeverteilungssystem. Moment.
Wenn ich einen Hitzealarm vortäusche, werden alle Wartungsröhren für die Notbelüftung geöffnet. Ah. Hebt das die Verriegelung auf? Ja. Okay, ich hab's vorbereitet. Aber seien Sie bereit, ich registriere feindliche Gäste auf der anderen Seite der Tür. Ah, okay, ich wollte gerade in Deckung gehen. Ah, da kommen sie schon. Achso. Da saß sie doch gerade schon. Sie fallen von der Decke. Was? Da könnten auch noch getarnte Jäger sein. Ja, ja. Oh, oh. Die flankieren uns. Ah, die haben ja Schilde. Scheiße. Ah, nein, 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 nein. Leute, helft mir. Ah, komm schon! Oh, Leute! Ah! Aua! Ist einer hinter mir direkt? Ich muss erstmal. Ich bin. Schilde, hallo, danke! Ich bin voll irritiert. Ich habe schon das Gefühl, da steht einer hinter mir. Gut, weg! Boah, da läuft da was Getarntes rum, ich seh's doch. Jetzt kommt ja auch noch hier hoch. Hier, dich da hinten seh ich aber auch. Alter. Oh, jetzt fällt hier auch noch einer um. Da, lass sie in Ruhe, du Affe. Wie sie den neben sich auch komplett ignoriert. Hallo? So. Jetzt macht er mich aber aggressiv hier. Oh, wow, wow. Warum funktioniert das nicht? Dankeschön. Jetzt treffe ich mit meiner Schrotflinte aber auch gar nicht. Ich... zum Wartungsschacht, bevor okay. Weitere Verstärkung eintritt. Ja, ich mag nur die Munition da hinten aufsammeln, die da so schön blinkt, so verlockend. Ich gehe noch mehr rum. Was ist denn hier? Sehen Sie nur, wie viele Daten der Zentralprozessor des Schlachtschiffs verarbeitet. Wir haben keine Zeit. Direkt mit dem Schiff verschalten können. Sie wären dann praktisch überall um uns herum. Trotz all unserer kybernetischen Upgrades werde ich nie verstehen, wie man das alles komplett in ein Schiff integrieren kann. Bis zur Hauptbatterie dürfte es nicht mehr weit. Es überrascht mich, dass man Sie mit dieser Mission betraut hat, Tali. Auch Admirals müssen dienen und ich kann wesentlich besser hacken als Schiffe befehligen. Okay, noch eine Runde. Giftdaten, Bergen, Credits, sehr gut. Und da hinten sehe ich doch noch eine Leiter. Prioritätsmeldung. Eine planetare Verteidigungskanone hat soeben Admiral Cole's Schiff abgeschossen. Überlebende? Sind in den Rettungskapseln. Und ich habe hier Admiral Rahn, die gerade versucht, eine sichere Verbindung herzustellen. Stellen Sie sie durch. Shepard, hier ist Rahn. Die schwere Flotte geht in die Knie. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Wir werden das Reaper-Signal in Kürze deaktivieren, Admiral. Haben's doch fast geschafft, glaube ich. Nee, nee, da kommt noch ein bisschen was. Oh, ich habe so wenig Munition in meiner Schrotflinte. Wie kommt es? Oh nein, das Geräusch allein schon. Oh, die Stelle jetzt kommt, gefällt mir nicht. Ich glaube, ich wechsle lieber mal die Waffe. Ah! Ich würde mich verstecken. Der Schockwellen. Das ist ein großes Geschütz. Wenn wir in Deckung bleiben, dürfte nichts passieren. Ich glaube, Sie wissen, was wir vorhaben. Ah, ja, Hilfe! Geh weg! Oh! Oh nein, es kommt auf mich zugeflogen. Okay, er ist zumindest weg. Ah!
Okay, ist nichts passiert. Immerhin. Ich glaube, er ist gehackt, so wie er dasteht. Jetzt hör auf! Ich trau mich gerade nicht weiter nach vorne! Ah, jetzt sabotier schon deine Leute! Oh, come on! Ah, verdammt! Oh, Liara! Oh, das war doch so klar, Mädchen. Ah, steh auf. Jetzt ihr, Drohne! Ja, komm, setz dich neben mich, dann stirbst du zumindest nicht. Ich bin halt ein bisschen still, glaube ich. Ich versuche mich zu konzentrieren. Jetzt, nee, hier kein Flankieren. Oh, jetzt kommt da hinten noch so ein Affe. Ich stimme gleich mal ein bisschen nach vorne. Komm schon. Ah, mach irgendwas mit dem. Und bumm. Ja, komm, hier, Welle. Oh, Tali, hast du mich gerade erschreckt. Wir müssen das Ding abschalten. Es müsste eine Wartungsabriegelung in der Nähe der Batterie geben. Okay, hier anscheinend nicht. Aber hier konnte ich zumindest oben rumlaufen. Was? Oh Gott, okay, das da. Sag es doch. Gut, Sie haben das Feuer eingestellt. Solange die Wartungsabriegelung aktiv ist, sind wir sicher. Los, weiter. Okay. Los, nichts wie weg von hier. Onkel! Das war aber ganz knapp. Das war knapp. Sag ich doch. In Deckung bleiben. Ah, Leute. Wo? Hä, von wo kam das denn? Alter. Ein Dreck hier. Ich. Okay, ich glaube, das hier ist ein okay Versteck. Und ich glaube, der ist in Stase. Okay, hier passiert mir tatsächlich nichts. Das ist schon mal sehr gut. Aber das... Hallo, ich... Willst du mich verarschen? Ich war unten. Okay, der ist down. Ja, ich sehe dich da oben. Okay. Jetzt macht ihn die Drohne so ein bisschen... Ruck. Ah, komm schon. Oh, scheiße. Okay, er ist trotzdem weg. Hier war aber noch... Was ist denn mit dir? Gehörst du zu uns? Ich glaube nicht. Hallo? Aua, ich war doch unten. Was soll das denn? Jetzt wird das Teil aber auch echt aggressiv. Ich hab Angst. Oh, come on. Ich wollte gerade weiter. Kann ich dich von hier unten? Naja, es funktioniert nicht. Ja, jetzt stand ich total offen. Aber da natürlich nicht. Jetzt schnapp ihn dir doch! Ich lasse mich hier vor so einem Schimpansen jetzt nicht fertig machen. Danke. Oh, jetzt.
Du Anna oder was? Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ich warte noch das Teil ab. Ich glaube, ich muss da oben lang, anders komme ich hier gar nicht rum. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wow! Okay, weg. Ach, Liera, pass auf! Das war doch nicht nur der eine hier. Das kaufe ich euch jetzt nicht. Das kaufe ich euch jetzt nicht ab! Oder vielleicht doch. Feinde? Ja, ich sag's doch. Ich sag's doch! Ah, komm schon. Der ist gerade sabotagisiert. Ah, scheiße. Runter. Ah, hier, mach mal. Nein, nein. Ah! Jetzt komme ich aus meinem Verstecken heraus, oder was? Oh, ist ja herrlich. Ah, ha, 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 ha. Und Headshot mit der Schrotflinte. Scheiße, den habe ich nie mehr bekommen. Oh, jetzt weicht er mir auch noch aus. Stirb! Danke, kleine Drohne. Was ist das? Nee. Ich muss noch irgendwo schießen. Ich glaube... Wahahaha! Wo ist der? Ich sehe nicht. Hä? Schießt du ganz eindeutig noch was auf mich? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er noch was auf mich schießt oder gerade nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo ich. Laufe ich hier richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, ja, hier muss ich lang. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, Leute, und da wir schon, bei knackigen knapp 23 Minuten sind, beende ich jetzt den Part und in der nächsten Folge kämpfen wir uns dann weiter hier durch dieses Schlachtschiff. Aber zunächst hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr das nächste Mal dann wieder mit dabei seid. Bis dahin.